Ahoi und herzlich willkommen zu einem weiteren Guide zu Rise of the Ronin. Schön, dass ihr mit dabei seid. In diesem Guide heute widmen wir uns der Runde Kyobashi, die wir auf 100% bringen. Starten tun wir hier mit einer Katze. Dazu springen wir hier aufs Dach einmal rauf, aufs andere Dach. Und da sitzt das Kätzchen auch schon. Nehmen wir einmal in den Arm und alle sind glücklich. Weitergehen tut es mit einem Wahrzeichen, was wir besuchen können. Ich markiere es euch auf der Karte. Und dann springen wir hier einmal über die Dächer und haben das Wahrzeichen dann auch schon besucht. Jetzt geht es spannend weiter und zwar haben wir einmal ein Banner, eine öffentliche Ordnung und einen Flüchtigen. Das heißt, wenn wir die öffentliche Ordnung hergestellt haben und somit dann auch den Flüchtigen besiegt haben, das Banner aktiviert sich automatisch. So, wir laufen hier einmal rein, beseitigen alle Gegner, das heißt die Gegner für die öffentliche Ordnung plus Flüchtigen und haben somit die öffentliche Ordnung wiederhergestellt, werden mit der Cutscene belohnt und das Banner, wie gesagt, aktiviert sich automatisch. Von hier aus geht es dann direkt weiter zum nächsten, was wir machen können, und zwar den Schrein. Dazu markieren wir uns den auf der Karte, starten hier auf der Wiese und springen jetzt hier einmal um den Felsen herum mit unserem Greifhaken. In aller Ninja-Manier. So, und jetzt fliegen wir einmal rüber zur anderen Plattform, springen hier einmal hoch und der Schrein ist unser. Und wir holen uns wieder den Fertigkeitspunkt for free ab. Die nächste öffentliche Ordnung und der nächste Flüchtige möchten zur Strecke gebracht werden. So, vom Schrein aus sind wir hier über diese Inseln und stehen dann hier, können uns hier einmal mit dem Enterhaken hochziehen. Und räumen dann einmal das Gebiet auf. So, hier aufs Dach und ein Attentat. So, haben wir öffentliche Ordnung hergestellt, den Flüchtigen besiegt und werden am Ende wieder mit einer schönen Cutscene belohnt. Ja, und nachdem wir die öffentliche Ordnung hergestellt haben, ihr habt es gesehen, wir haben einen Schlüssel gekriegt, öffnen hier einmal das Lager und looten einmal den Schatz, der sich im Lager versteckt. Na, wer miaut denn da so? Wer miaut da? Eine Katze, die wir wieder retten dürfen. Einmal auf Karte markiert, vom Dach gesprungen und die Katze gleich einmal in den Arm nehmen. Ihr seht schon, die Katze ist so ein bisschen misstrauisch, deswegen seid da vorsichtig, wenn ihr hier runterspringt, einmal hinter ihr und dann können wir die von hinten einmal streicheln. Nach der Katze geht es dann weiter mit einem Schneidebanner. So, wir können uns das hier einmal markieren. So, laufen hier einmal die Treppen nach oben. Und haben dann auch hier schon das Schneidebanner, was wir einmal hissen können. Ja, meine Lieben, wer aufgepasst hat, hat auch gesehen, dass hier noch ein Wahrzeichen ist. Hier kommt ihr auch später in der Hauptstory lang, deswegen macht euch da keine Sorgen. Wir springen hier einmal auf den Baum, auf das Dach, in das Dojo hinein. So, haben das Dojo besucht. Und haben dann auch noch eine Schatztruhe, die wir looten können. So, ich zeige euch ja im Video, wie ihr da hinkommt. Solltet ihr Probleme haben, dass diese Schatztruhe gelootet ist, obwohl ihr da noch nicht wart, geht in eine Mission rein, beendet diese Mission und lauft sofort zur Schatztruhe. Das hat bei mir geholfen. So, einmal hier aufs Dach drauf, wieder runter, einmal hier rein und dann ist die Schatztruhe auch ready to loot. Meine Lieben, ich hoffe, der Guide hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, hinterlasst ein nettes Kommentar. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch weiterhin viel Spaß und sage, macht's gut, bis dahin.